Warten wir jetzt auf die Hofmagierin oder reiten wir von hier weg? Vielleicht schafft sie es ja. Vielleicht kann sie ja Wareham retten. Vielleicht solltet ihr euch in Sicherheit bringen und einige Kavalleristen mitnehmen und wir bleiben hier und beschützen die Hofmager. Also gut, so tun wir es. So frei als es will, ich nehme den Rest nach Aurelie zu euch auf. Wir beschützen die Spektralität. Reitet nach Norden, nach Orlet. Wir kommen nach. Und während ihr die Befehle so gebt und auf die Hofmagierin aufpassen wollt, wie sie dazu ihrem Ritual ansetzt, könnt ihr erkennen, wie wohl der Sturm zunimmt. Jeder würfelt mal bitte einen W6. Ah, gewonnen. Gut, schauen wir mal, was passiert. Eins und zwei, eine Zeltplane. Wir fangen einfach mal mit der 1 und der 2 an. Das müsste sein Ömer, Iserun, Rafim. Eine Zeltplane wirbelt euch 1W20 Schritt nach hinten und 1W6 Schritt nach oben. Und man sitzt ja auch 2 Meter erhöht auf dem Pferd noch. Das Also sind das kommt dann noch dazu. Sturzschaden vom Pferd, die dann Also wie zusätzlich viel nochmal W6 nach wohin? 1W20 Schritt nach hinten und 1W6 Schritt nach oben. Der W6 nach oben ist natürlich wichtig. Und dadurch, dass ihr dann in einer Zeltplane, naja, eingefangen seid, ist das natürlich besonders schwer. Und ihr müsstet dann einfach eine Sturzprobe ablegen mit Körperbeherrschung oder Athletik für Fallen. Die Spezialisierung ist erlaubt. Ihr Schwert um die Meter, die wir in der Höhe sind? Genau, die Mindestens Körperbeherrschungs... die plus natürlich die Zeltplane vielleicht. Ja, die 1W20 Schritt nach hinten sind nur wichtig dafür, ja, die Entfernung, dass ihr einfach erstmal weg seid, dass ihr nach hinten gewirbelt werdet und das 1W6 nach oben ist, wie gesagt, dann die, ich muss gerade mal gucken, Iserun ist 3 Meter nach oben, das ist also eine Körperbeherrschungsprobe plus 3. Nee, plus 5. Wir sind auf einem 2 Meter hohen Pferd annähernd, oder? Also ich dachte jetzt, dass ich mit der Rakalle abgestiegen bin, aber ich kann auch auf dem Pferd gesessen sein. Das hat auch niemand von uns gesagt, dass wir abgestiegen sind. Dann machen wir plus 2. Ja, nehmen wir hin, wenn Ömer die ansagt, dann sind es, das ist eine Körperbeherrschungsprobe plus 5. Für Ömer plus 3. Und Rafim hat schon gewürfelt, sind auch 5 Meter. Körperbeherrschungsprobe plus 5. So, das ist misslungen. Dann bekommt Rafim den gesamten Sturzschaden. Sind 5 5 wie 6 Meter. minus 5. Genau, 5 wie sind 6 minus 5 5. Meter. Pro Meter 1W6 minus 1. Sind 17 Trefferpunkte. Nee, ja doch, stimmt, minus 5, doch 17. Genau, du Ah, kannst, das ist was hoch ich nicht gewürfelt. abgefangen und dementsprechend sind es Trefferpunkte. Da willst du wahrscheinlich eine Wunde auswürfen, so eine Zone bei 17 auf einmal. Wahrscheinlich in den Beinen, die musst du nicht auswürfeln. Oder, ja gut, ja doch, würfel mal aus. Vielleicht So beim fängst du dich Abrollen vielleicht passiert. genau, vielleicht auf dem Arm oder so, aber nee, du knickst um. Das wird höchstwahrscheinlich dein Bein sein. So, Ömer hat es geschafft Vier und Punkte behält übrig. Das heißt, ich vier darf vom Punkte Schaden über. 4W6 rausnehmen und ich habe nur aber 3W6 minus 3, die ich bekommen würde. Deswegen bekomme ich nichts. Genau, du bekommst gar keinen Schaden und Iserun hat es geschafft. Mit Sie einem hat Punkt. ein Sternchen über. Das heißt, Iserun bekommt bei. Wie viel hattest du? 4W6. Nee, Iserun war auch auf 5 Metern Höhe. Ja, genau, Sind aber sie nimmt einen 5. raus, dann hat sie Nee, 4W6. sie Nee, die würfelt, wird nein, sie würfelt 5W6 trotzdem minus 5. 5, 5W6 minus 5 Ah. und nimmt den einen raus, wahrscheinlich den höchsten. Ah, okay. Also sie nimmt eine 1W6 minus 1 Marge raus. Also würfelt sie eigentlich 5W6 minus 4, was angerechnet wird, aber ist egal. So, Pistolenrechtssäge. 5W6 minus. Das sind 5 Stück, sind 11 und du kannst einen rausnehmen. Du Höchstwahrscheinlich die nimmst 6. 1W6 Die minus 6 1 raus, ne? natürlich. Genau. Das heißt, 11 minus 6 sind 5 Punkte, sind 5 Trefferpunkte, die du dir aufschreiben musst. So, dann geht es weiter. In die Luft gewirbelt für 2W6. Das ist die 3 und die 4. Ihr werdet 2W6 Schritt in die Luft gewirbelt und nicht nach hinten. Oh ja, dann wird der 5 freudig. Freue mich immer. Ein reines Bündel der Freude. Dann darf Abel mir eine Körperbeherrschungsprobe plus 6 ablegen und auch Plus 8. Kiaras. Genau, Plus 2 plus, Meter Pferd. ja, stimmt, du hast recht, plus das Pferd. Ja, misslungen. Das sind 8W6 TP, echte. 8W6 minus 8, aber.
und Kiaras hat es auch nicht geschafft. Du brauchst noch eine 2W6-Probe. Für die Anzahl der Meter. Genau so. So passt der Wurf. Genau, dann kriege ich von euch beiden... 8W6 minus 8. Aua. Ist das wirklich echter Schaden oder ist denn das SPA? Oder Kiara sagt, komm, der würfelt die 20 nach und versucht, er hat ja ein Erschwernis von 8, er könnte einen Trefferpunkt übrig behalten, einen Punkt übrig behalten. Wenn du die Körperbeherrschungsprobe schaffst, dann kannst du dich abrollen und dann kannst du das in Schadenspunkte Ausdauer verwandeln. Nee. Nicht? Nee. Nein, ich glaube, nur bei Stürzen, die du freiwillig zielst. Gezielte Sprünge. Ach so, okay. Okay, ja. So, ich brauch noch immer die W6, bitte. Gar nicht wissen, was bei der 5 passiert. Beide haben es nicht geschafft, 8W6 zu würfeln. 8 Stück bitte. Und es geht. Das ist der erste. Ich kann hier nur. Und das ist der zweite. So, du nimmst jetzt die 25 und Kiaras nimmt jetzt die 28. Ihr könnt davon 8 Punkte abziehen. Sind einmal 20 SP für Kiaras und 17 für dich. So, trag das bitte ein. Wunden könnt ihr auswürfeln. Kommt drauf an, wie viele. 1 oder 2. Oder sogar 3, je nachdem. Und dann könnt ihr auch nochmal die Selbstbeherrschungsprobe auswürfeln. Das habe ich bei Rafim jetzt ignoriert, aber Rafim hat auch eine hohe Selbstbeherrschungsprobe. Was ist die Selbstbeherrschungsprobe erschwert um? Selbstbeherrschungsprobe, um überhaupt stehen zu bleiben, um kampffähig zu bleiben. Ganz normale. Achso, bei den Wunden, da hast du vollkommen recht, okay. Genau. Ich kann hier noch eben würfeln. Kiaras bricht sich seinen Schildarm und das linke Bein. Nee, das geht doch alles auf eine Trefferzone, dachte ich, oder willst du das verteilen? Wir können das auch verteilen, das ist mir egal. Ja, verteilen klingt auch nicht schlecht, wenn man zwei Wunden sind. Genau, wenn es zwei Wunden sind, das ist total okay. So, und dann, Jalan, 4W6 bitte. Du wirst von Steintrümmern getroffen, die dir entgegenfliegen. Das ist tatsächlich. Ich nehme an, ich kann mein Schild nicht rechtzeitig dazwischen bringen. Nein, kannst du nicht und das sind auch SP und keine TP. Oh, okay, das ist dann eine Wunde. Dann wenden wir uns das mal an. Ins linke Bein nur. Da sind wir 3 über Wunschwelle, machen wir Selbstbeherrschung und Schwertung 3, das sollte ja gehen. Ja, ich bleibe. Möchtest du noch eine Reitenprobe haben? Nein, brauche ich nicht. Okay. Ja, dann könnt ihr erkennen, wie die Königin unschlüssig zu euch sieht. Ihr jetzt schwer getroffen, einige von Zeltplan hinweggewirbelt, vom Pferd geworfen oder auch schwer angeschlagen, wie sie jetzt vom Pferd stürzen, sich verschiedene Dinge halten. Plötzlich ist der kleine Wind, der Rauch, zu einem Sturm angeschwollen und das erste Element Sturm, das Magnum Opus Weltenbrandes, wurde entfesselt. Immer noch versteht ihr es nicht ganz. Die Hofmagierin Akala ist immer noch in ihrem Ritual vertieft und versucht, das Wetter zu kontrollieren, zu beherrschen, das Ganze abzuschwenken. Und dann, ihr habt einen kurzen Augenblick, habt ihr noch das Gefühl, dass Rohaya euch ansieht, dass sie dieses Schicksal verändern könnte, dass alles noch zum Guten werden könnte. Satinav selbst hält für einen Wimpernschlag den Atem an. Während ihr seht, wie Ömer weggewirbelt wird, wie Isarun weggewirbelt wird und in eine Zeltplane verschwindet. Und dann rast ein Trümmerteil auf die Königin zu, auf die Kaiserin. Staub und Asche umwirbelt ihre Gestalt. Und dann liegt an der Stelle nur noch ein zerfetztes Greifenbanner, was über dem Boden weht. Ohaya ist fort. Nicht mal mehr ihr Pferd ist zu sehen. Da ist nur noch Blut in eurem Auge. So eine Scheiße! Nein! Die hebt sich gerade wieder aus dem Zeltplan auf. Nein! Ich glaube, mein Gaul macht's nicht mehr lange. Wo ist die Königin hin? Galotte! Du elender Irrer! Ihr könnt sehen, wie aus der Festung, die immer noch über Werheim steht, Myriaden von Sporenkapseln entlassen werden, die das Areal bedecken, um euch herum in der Luft schwirren und zu gelben Sporenwolken zerplatzen. Flucht! Hakala, komm!
Ich springe bei irgendwem mit aufs Pferd, weil ich glaube, meins macht's nicht mehr mit. Mit euren gebrochenen Händen, Armen könnt ihr versuchen, auf paar verletzte Pferde zu springen. Irgendwelche Reiter, die dann ebenso von den Pferden heruntergeschmissen worden sind. Einige sind nur noch Blutfontänen, die jetzt langsam zu Boden regnen, aber jeder bekommt irgendwie noch ein Pferd und so brecht ihr auf nach Norden. Neben euch reitet geschwind Svanja Ragnarsdottir, hier die Gräfin von zwei Mühlen, die ihr so sehr hassen gelernt habt. In der letzten Schlacht hat sie die apathischen Milizen kommandiert und kaum jemanden verloren. Jetzt könnt ihr sehen, mit einem letzten Blick aus dem Augenwinkel, wie sie wohl eine der Kapseln einatmet und in Sekunden wächst ihr ein dämonischer Baum auf ihrem Antlitz, der auf ihrem Kopf wurzelt. Ihr Schädel bürst und sie kippt von der Seite vom Pferd. Irgendetwas kriecht aber noch weiter auf Wurzeln. Oh. Bindet euch was vors Gesicht! Ich möchte, weil wir wegreiten, das Greifenbanner aufsammeln. Okay, da will ich eine Reitenprobe und eine Athletikprobe von dir haben. Beides erschwert um 7. Mhm. So, was ist gelungen? Nicht nur kurz. Athletik, ja? Auch erschwert um 7? Athletik plus 7. Doch gar kein Problem. Hat der Behinderung? Ja, ich muss kurz gucken. Beinbehinderung, glaube ich, auf dem Pferd ignoriert, aber würfeln wir erstmal. Ich wollte gerade sagen, immer erst würfeln und dann kann man immer noch gucken. Ja, das wäre muss nicht man, geschafft. Muss man gar nicht diskutieren. Ja, du lehnst dich von deinem Pferd runter, kriegst die Teile gegriffen und dann rutscht dein Sattel weg und du fällst auf den Boden. 2W6 plus 4 Sturzschaden. Ja, dann aber. Und dein Pferd reitet weiter. Ich drehe um und gehe den Ritter einsammeln. Plötzlich könnt ihr bemerken, nachdem ihr euch in aller Panik den Befehl von Isarun ausgeführt, jeder irgendwie schnell einen Lappen vors Gesicht gezogen, irgendwas hochgezogen vor den Mund, damit ihr nichts einatmet, weitere Sporenkapseln, die immer noch aus der Festung ausgelassen werden, dann seht ihr, wie sie sich auf das Gras niedersenken und dies plötzlich eisenhart wird. Jedes eurer Pferde splittert bei der Berührung die Gräser in zwei und zerschneidet sich die Füße, sodass jeder von euch stürzt. Isarun nicht und Jalan auch nicht, denn die liegen schon, beziehungsweise Isarun ist gerade zum Stehen gekommen. 2W6? Oder können wir da mit Körperbeherrschung was machen? Da könnt ihr nochmal mit Körperbeherrschungsprobe könnt ihr nochmal was machen. Ich erschwere sie euch nur um 2 Punkte. Gar nicht so sehr viel. Dann fallt ihr zumindest nicht vom Gras, aber eure Pferde zerschneiden sich unaufhaltbar die Füße. Denn das ist auf alle Fälle jetzt auch mit dem orkischen Gras vergleichbar, wo ihr auch keine Pferde reiten könnt. Dann hilft auch keine Rüstung gegen, zumindest nicht lange. Ja, immer kann noch vom Sattel springen, aber mir gelingt es ebenso. Rafim kann sein Pferd zum Stehen bekommen und springt ebenso ab. Und Kiaras hat wohl mehr Probleme, dass jetzt sein Pferd, sich unglaublich fies wehtut. Aber auch du kannst dann den Sturz verhindern und springst dann ab. Ihr könnt sehen, wie sich wohl Schilf aus den Gräsern heraus schält. Neben euch sind andere Kavalleristen ebenso zu Boden gegangen. Ihr könnt sehen, wie jetzt aus ihren Leibern heraus Schilfrohre sprießen. Das erinnert natürlich ein bisschen an Maraskan. Über euch herum sind Mücken und Fliegen. Ich ziehe einen Gardianum hoch. Ich zerschneidet sich Isaruns Pferd auch oder bleibt das erstmal ruhig stehen? Wenn sich Isaruns Pferd nicht bewegt, dann bleibt es unruhig, unglaublich unruhig, kann das dann zumindest weiter leben. Wie weit ist es von hier bis zur Straße? Beziehungsweise wächst, sprichst auf der Straße auch Gras oder überall, bleibt die verschont? Überall um euch herum. Also ich vermute einfach, ihr seid gerade auf der Straße gewesen und könnt da dann in so einem Umkreis von gehen wir einfach mal rein, zoomen ein bisschen ran. Wir ziehen einfach mal eure Token heran. So, Rafim ist, glaube ich, weggewirbelt worden. Isarun ist weggewirbelt worden. Jalan ist hier gerade runtergegangen. Da stand mal Ruhaya. Rakala steht hier und exorziert. Answin liegt hier. Isarun steht ja neben Jalan. Sie ist ja zurückgeritten. Svanja ist hier irgendwo aufgeplatzt und kaputt gegangen. Lululalf ist auch irgendwo hier weggewirbelt. Ruhaya ist tot.
Großmeister Raferian, der ist noch ein bisschen weiter weggewirbelt worden. Und die beiden Panthergardisten haben auch schwere Steine in den Bauch bekommen, genauso wie Yalan. So ungefähr könnt ihr euch das jetzt gerade vorstellen. Und Isarun beginnt mit ihrem Guardiano. Was tut der Rest? Trinke einen Heiltrank. Ömer greift sich an sein Amulett und ruft: Schattenmantel, Fexenschattenmantel möge mich schützen. Und ein Guardiano breitet sich gegen Zauber und Dämonen, Schildstärke 17, über ihm aus. So ist auf ihm gleich und trinke einen zertifizierten nicht-magischen Heiltrank. Meine Wunden schließen sich unmerklich, aber langsam. Heißt, meine ordentlichen Wunden schließen sich und ich würde mich in Richtung Isarun begeben. Das, was wir gerade machen, ist, glaube ich, in Sekundenbasis und dein Balsam wird in 5-Minuten-Basis. Genau, also das Amulett, was du... Das dauert Ewigkeiten. Ja, ich sage langsam unmerklich, deswegen sagst du extra noch. Genau, das heißt, du musst jetzt entweder 2 Wunden unterdrücken, die du hast, oder du hast die Wunden als Erschwernis auf alles. Wunden unterdrücken ist pro Wunde Erschwernung 4. Ich habe 14 Schadenspunkte kassiert, mein Wunschschwelle liegt bei 9. Also so eine Wunde bekommen, ist genau. Ja gut. Was machen wir dagegen? Nichts! Wir beten! Aios, schütze uns! Das Ende aller Tage ist gekommen! Bleibt erst einmal dicht bei mir. Bisher sind wir geschützt. Ich versuche mit 2-3 schnellen Schritten zu Rafim zu kommen und ruft: Rafim, komm zu mir! Was? Hast du was dagegen? Ja, komm zu mir. Ja, Ludolf stellt sich in den Schatten und auch Anzwin stellt sich in den Schatten deines Guardianum. Der ist ja leider eigentlich komplett unsichtbar, aber beim Aufbauen hat man vielleicht kurz gesehen. Ja. Ich blicke mich relativ wild um. Sieht man Raferian irgendwo? Hat er sich aufgerappelt? Raferian liegt, wie gesagt, ungefähr 60, 70 Meter von dir entfernt und steht natürlich auch wieder auf. Seine Rüstung glänzt gülden und er ist gerade wieder in seine Rage, in seine Wut verfallen. Vielleicht rennt er jetzt der Festung auch entgegen, aber ja. Ich muss ihn nicht retten, das beruhigt meine Seele. Ich möchte gerne die Erzmager einsammeln gehen. Die steht, wie gesagt, noch draußen auf dem Gras, in Anführungsstrichen, was eisenhart ist und wird gerade von den Elementen zerpflückt. Du siehst, wie bleib dicht bei mir. Wir einige rennen. Steinsplitter ihr ins Gesicht schneiden und sie murmelt weiter den Ritus der Druiden. Langsam, nicht so schnell. Mein Arm... Kommt, kommt! Ich packe Gabel mir bei seinem gesunden Arm und ziehe ihn mit. Wo ist euer Guardianum? Meine Kraft reicht nicht aus. Oh, so wird's gehen. Ja, ich schleppe mich halt neben Yalan. Karino, ihr lebt noch. Gut. Ja, ich warte bitte einen Moment, ich muss mir irgendwie mein Bein. Ich nehme meine Schwertscheide und bind mir die dann wie so eine Schiene ans Bein. Magistra, seid ihr euch sicher, dass das funktioniert? Wenn alle dicht bei mir bleiben, natürlich. Dann los. Immer. Ach, was treibt ihr da oben? Kommt zu uns! Okay, los, geschlossen darunter zu den anderen. Und haltet euch bloß das Tuch vor den Mund. Und immer wird dann sozusagen gucken, dass ja alle Leute sozusagen um ihn herum bleiben, weil das ja eine recht dichte Kuppel ist, 3 Meter Durchmesser insgesamt. Und genau, mit den anderen mit nach da unten gehen zu. Ja. So steht hier wie unter einem großen Regenschirm, abgeschirmt von 2 Guardiani, könnt neben euch die Elemente toben sehen. Rakala, die noch kurz euch dankbar zunickt, denn sie weiß, dass sie jetzt ebenso in den schützenden Guardianum gehüllt wird, während sie versucht weiter den Sturm abflauen zu lassen. Und auch es gelingt ihr, das könnt ihr tatsächlich feststellen, um euch herum werden die Gewalten des Sturmes weniger, zumindest in einem kleinen Umkreis, der aber immer und immer größer wird. Und hier kämpft jetzt eine Erzmager gegen einen verrückten Dämonenkaiser. Raferian rennt ebenso auf euch zu, an euch vorbei. Raferian rennt zum Greifenbanner. Holt die gesplitterten, geborstenen... aufgesammelt habe, meinst du? Ah, gut, hast du dann gedacht. Dann rennt er zu dir, bleibt aber vor dem Guardianum stehen. Dank der Gilbrunnes est desbanationem et tenebris. Ayas, hilf uns. Fenrich, Greifenbanner, und dann gehen wir. Das Banner! Ja! Was ist mit der Mager? Lass die Mager hier! Wir sind nicht auf sie angewiesen!
Einen Gehörnten werden wir tun. Afrim, nimm Rakala mit. Wir ziehen ab. Okay. Ich schnapp mir mal die Erzmaga, schmeiß mir die über die Schulter. Wo geht's hin? Nordwärts, Auralet. Nein, nach Süden. Wir fliehen nicht. Braios, schicke deinen Bandstrahl hinunter. Und Rafirian stellt sich jetzt mit ausgebreiteten Armen, winkt dir noch einmal zu, will weiter das Greifenbanner haben, reißt seine Arme nach oben und beginnt mit der Litanei. Er holt jetzt einen Bandstrahl herunter und antwortet. Ihr könnt sehen, wie wohl Braios grelle Sonnenscheibe einmal stärker wird. Jede Wolke ist mittlerweile verdrängt, nur noch der Schatten ist zu sehen und ein Strahl zerfetzt Kolakai. Ihr seht, wie riesige Trümmerteile nach unten brechen und ungefähr ein Stück, was... ja, groß wie fünf Lagerhäuser abbricht und nach unten stürzt. Ich stürze aus dem Guardianum heraus und überreiche ihm das Banner. Kommt mit, Fenrich, nach Süden! Wir verkriechen uns nicht vor Dämonen! Wir sind nicht angewiesen auf Mardas Frevel! Jalan, komm zurück! Wenn ihr nach Süden reitet, werdet ihr sterben. Damit ist keinem geholfen. Damit werdet ihr die Heimat nicht befreien. Braios, schick mir deinen Bandstrahl! Rafirian rennt im Wahn mit dem Greifenbanner in der Hand nach Süden. Aber schlag den Irren nieder! Wenn der Mann in den Tod aber gehen möchte, sollten wir ihn nicht aufhalten. Ja, dann steht auf der Straße, blickt wahlweise Rafirian hinterher und zu seinen Kameraden. 1-6 SP durch herumfliegende Trümmerteile. Aber er, wir können ihn doch nicht alleine laufen lassen. Wenn der Hochmeister einen Befehl gibt, läuft mal nach, Verdammte! Die Kaiserin ist wichtiger als euer Hochmeister. Die Kaiserin ist tot! Es gibt keine Kaiserin mehr, Abelmir! Kommt jetzt mit oder ihr werdet sterben. Wir sind immer noch viel zu nahe dran. Wenn ich das richtig sehe, war das vielleicht ein Werk des Splitters. Luft und Humus haben wir jetzt gesehen. Es gibt noch vier weitere Elemente. Das war nicht alles. Ich breche meinen Moralkodex und kehre mich von Rafirian ab. Er begibt sich langsam weiter nach Norden, in der Hoffnung, dass die Leute, die um ihn rum sind, einfach mitkommen. Wie Rafim zum Beispiel, Ludalf und Answin. Rafim hängt einen Meter hinter dir. Answin wird jetzt auch Rakala von Horsen Raben und greifen und sich dann so ein bisschen auf den Rücken klemmen, während sie weiter in ihrem Ritual vertieft und murmelt und bleibt oder versucht, in deinem Guardianum Schatten zu bleiben, an dem natürlich weiter noch die Elemente rütteln und du merkst auch, wie er flackert. Spürst auch, wie das Artefakt vibriert. Er hat doch das Banner und... Was und dann seht ihr das dritte Element. Feuer. Flammen schlagen aus der Festung und versenken den Rest von Werheim. In einem Feuersturm wird alles Leben im Inneren beendet. Es brennt sich heiß ein Loch direkt in die Niederhöllen. Lichterloh rennen, kreischen Menschen als lebende Fackeln aus den gesplitterten Toren von Werheim. Ihr könnt sie sehen, wie sie nach Norden ausbrechen. Zähflüssige, schwarz-viskose Lava läuft direkt von der einen Stadt in die andere Stadt nach unten. Weiter! Weiter! Er hat sich kurz umgedreht, hat das Schauspiel angesehen und auf Rafims Schreien hin nickt er, ein etwas entgesetzter Blick, und er läuft weiter nach Norden, ohne sich nochmal umdrehen zu wollen. Die Schreie zu versuchen zu ignorieren. Ömer, das ist die Zeit für den zweiten Beutel! Während ihr nach Norden lauft, jeder bekommt ein W6 SP, der läuft durch weitere eisenharte Gräser, die sich in eure Füße schneiden, euch alles aufreißen. Ist der Guardianum weg? Der Guardianum ist noch nicht weg, aber der Boden ist trotzdem eisenhart unter euch. Hilft Rüstungsschutz an den Füßen? Nein. Aber das Gleißender, der du alle Sünden siehst, geh auf unser herab und vergib sie uns. Ich stampfe mir Ömer. Was denn für zweiter Beutel? Ja, dein Geld, zweiter Geldbeutel. Ich stampfe mir Ömer und möchte ihn tragen. Die zweite Hälfte trägst du mich. Was? Ja, nein, ich kann selber laufen. Ja, siehst du nicht, wie viel Gras da noch kommt? Glaubst du, da kann ich alles durchlaufen? Aber ich kann dich nicht tragen.
Problem für wann anders. Immer steckt ja. Die Hände beim Kopf zusammen und lässt sich tragen, ohne sich darüber Gedanken. Also er macht sich schon mehr Gedanken darüber, wie man wohl Raphim tragen könnte, aber kommt zu dem Schluss, das wird dann nicht gehen. Laufen wir doch lieber auf dem Weg. Das ist überall, guck dich doch um. Einfach laufen, Raphim. Und man hört schon, wie Ömer wirklich in seiner Kiste krabbelt. Ich habe noch ein paar Heiltränke, die stecke ich da einfach während des Laufens rein. Laufen! Ihr macht einige Meter. Habt ihr es hinter euch? Ihr wisst nicht genau, wie viele es waren. Vielleicht 100? Auralet könnt ihr vor euch immer noch nicht sehen, aber dann bricht vor euch der Erdboden auf. Ihr könnt es spüren, das Zittern, was vielleicht durch ganz Dere geht. Und dann bohren sich nadelspitze Felsen langsam, genüsslich aus der Tiefe des Bodens nach oben. Erdschollen, die sich aufwerfen und seitlich zu Seite kippen. Risse, Sprünge, gehende Spalten, die sich öffnen, knirschend und euch verschlucken.